So, okay, jetzt geht's weiter und zwar heute hoffentlich mit Dungeons. Ich habe jetzt letztens mal noch was, also es ist ein bisschen peinlich, und zwar bei den Doridoma war ich ja letztens hinten gestanden und habe diese komischen Dinger da gesucht, diese Fischgräten oder was war das denn hier? Fische? Fischgräten? Fischbauen, whatever. Und naja, offensichtlich. Come on. Offensichtlich liegen die tatsächlich da irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Ich habe letztens welche eingesammelt irgendwie. Und ja, genau. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr noch, würde ich mal sagen. Also die Hitboxen sind aber auch ein bisschen alt. Gott, was ist denn hier los? Also hier irgendwo im Wasser, hier sollen die Dinger sein. Das kann ein bisschen ungünstig, irgendwie hinzukommen. Ich weiß es nicht. Also letztens habe ich mich hier eingesammelt. Jetzt irgendwie wieder nicht mehr. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen komisch gemacht irgendwie. Ich finde das System jetzt auch nicht so toll. Wenn man halt, also zumindest für Food ist es nicht toll. Ich meine, ich würde halt nur den Dungeon überleben und brauche halt einfach ein bisschen was zum Fooden. Da muss man sich irgendwie so durchbuggen. Das ist echt. Ja, weiß ich nicht. Bin jetzt kein so ein Freund von. Aber. Ja. Okay, also hier ist schon mal nichts irgendwie. Komisch. Komisch. Letztens war auf alle Fälle da was. Da habe ich mich eingesammelt. Es reicht zumindest für 10 Pillen. Ich denke mal, damit können wir erstmal leben und arbeiten, oder? Ich denke schon. Hier kommt eine Nachricht. Ja, da ist schon was. Da ist schon was dran, ja. Da ist was dran. So. Da hinten ist er. Der Crafter. Wir müssen auch mal heute irgendwie ein Ding auswählen hier. Irgendeine Fraktion. Ja, also ich glaube, Blacksmith ist halt irgendwie so das Sinnvollere, glaube ich. Warte mal, wo ist denn hier eigentlich unser Ding? Lass uns erstmal Pillen craften hier. Ach nee, warte mal, Dinnerfisch? Ach nein. Oh nee, da brauche ich wieder welche. Ach, und ich brauche eh Level 5? Ach, warte mal, das heißt, ich muss die Klasse haben, die zu craften. Oh Gott. Ich dachte mir, das ist für alle Klassen. Okay, das ist jetzt ein tatsächlich sehr großes Problem. Food kann auch nicht der Druide craften. Uff. Das ist ein großes Problem. Das ist ein tatsächlich großes Problem. Ja, okay, wie machen wir das überhaupt weiter da? Kaufen? Fragezeichen. Aber es ist auch wieder teuer. Irgendwie verkauft hat hier auch keiner Food scheinbar. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Also ich meine, ich will halt eigentlich jetzt nicht Druide werden, weil man halt dann. Ich glaube, man hat schon ein bisschen Nachteile damit, oder? Lass uns kurz zum Beispiel nachschauen. Engineer hat. Warte mal. Blacksmith. Ab hier, glaube ich. Was sind denn Gems? Black Diamond. Eieieiei. Vendor, ja, okay, ist natürlich auch geil. Aber ich brauche, okay, Armor wäre natürlich geil. Nee, also ich würde sagen, das fällt eigentlich mal raus, oder? Gut, Emerald Ticket ist natürlich auch geil, aber. Nee, wobei, nicht wirklich. B
Speeds sind natürlich nochmal geil, Accessories waren cool. Was macht denn der Druide hier? Ist auch ein bisschen strange. Okay, er kann Glyphen craften. Glyphen sind ja auch geil. Alter, gibt es mega viele Glyphen. Ja gut, das wäre natürlich schon eine Idee. Genau, also das andere kann schon jeder craften. Das kann auch jeder craften. Das heißt, Pets, was sind denn... Ui. Okay. Ja, es ist auch nicht die Welt. Boah, ich weiß nicht. Was machen wir denn am besten? Ich schaue es mir jetzt mal offscreen an. Okay, ich habe mich jetzt gerade nochmal, ich habe gerade alles durchgelesen und so weiter. Also Blacksmith wird empfohlen scheinbar. Ist auch kostenlos am Anfang das erste. Ich vertraue einfach darauf und würde sagen, das machen wir einfach mal direkt. Und wie kann ich das hier auswählen? Crafting. Warte mal, Blacksmith? Was, Blacksmith? Blacksmith, okay. So, rein da. Wie kostet Next eigentlich? Penia, okay. Was kann ich jetzt? Ich kann Masken craften. Uiuiui, Umhänge. Armor. Nee, Armor kann jeder craften. Ja, warte mal, Weapons kann ja auch jeder craften, oder? Nee, kann, oder? Nee, es kann nicht jeder craften. Hä, es ist voll durcheinander. Es ist irgendwie. Es ist sehr verwirrend irgendwie gemacht. Ich kann auch Sachen recyceln, genau. Das ist, glaube ich, wichtig, habe ich gehört. Wow, also ich kann schon mal predicten. Wir werden hier sehr, sehr, sehr lange Zeit mit Herumklicken verbringen und so. Das ist nichts, was wir hier auf die Schnelle irgendwie hinkriegen. Da gibt es so viel Stuff einfach, das ist unfassbar. Man kann irgendwie alles recyceln, aber ich weiß nicht, was Sinn macht zu recyceln. Ja, die Gartenwaffen hätte ich schon mal nicht weghauen sollen. Ja, das war dumm. Aber das Problem natürlich ist es trotzdem. Also gut, das ist hier jetzt empfohlen, aber... Was genau? Power-Ups. Wie food ich denn jetzt? Meine Güte. Food, hier ist Food. Ja, ja, Food ist relativ. Ja, Leute, das wird, glaube ich, ein Problem alles hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich von hier weitermache. Also ich habe noch ein Ding bekommen hier, 30 Tage Premium. Jetzt mache ich erstmal 24 Stunden an. Bringt schon mehr HP und so weiter. World Buff habe ich auch hochgelevelt schön. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal länger reden, probieren wir es einfach mal aus, mal schnell den Darkon 1 ein bisschen zu kicken. Genau, mal schauen, wie das Ganze hier läuft. Und dann... Puh. Ich bin gerade echt krass am Überlegen. Ja, unser Schmuck ist leider aus. Also ich meine, ich könnte natürlich den anderen Schmuck anziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt halt schon so direkt hardcore reingehen will. Denn ich glaube, man skippt da halt schon echt sehr viel Content. Ah ja, warte mal, das hat sich wieder umgestellt. So, okay, das ist schon besser. Alle Dinge droppen Geld, das ist unnormal. Klar, natürlich, wir könnten auch noch, ja, Power-Up-mäßig können wir ein bisschen was machen. Und wir müssen auch mal schauen, dass wir ein bisschen drauf achten, ob es hier irgendwelche Sachen zu farmen gibt, und so, also abzubauen gibt. Denn das ist auch noch relativ nützlich dann.
Guardian Stick. Let's go. Ich gehe auf den Guardian Stick rein, der bringt HP. Easy. Kann ich mit ihm behalten? Wait, ist das vielleicht echt eine Idee? Hm. Ah, warte mal, das ist ja ein Buffpad, was ich hier gedroppt habe. Habe ich nicht letztens mal Beats bekommen? Ich dachte, ich hätte Beats bekommen. Nee, doch keine Beats bekommen. Doch keine Beats bekommen. Na gut. Ah ja, wir haben auch noch hier Dinger. Wie viele Teile brauchen wir den ersten Effekt? 4. Ah gut, ja, das bringt eh nichts wahrscheinlich. Guardian Sword. Ist alles ein Anfang. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob jetzt hier Build Poster so die beste Entscheidung war. Okay, ich meine, 10 STI sind jetzt schon mal auch ganz nett. Kann man übrigens nicht uppen, habe ich gehört. Ich meine, wir müssen das einfach nur irgendwie überleben, den Boss. Also wir müssen dann irgendwie gegenfooden können. Nur wie wir am besten gegenfooden, das weiß ich noch nicht. Klar, wir könnten jetzt anfangen, aus der Gilde halt Sachen zu kaufen. Aber ich bin eher so ein bisschen so ein Do-it-yourself-Mensch. Das heißt, ich versuche eigentlich immer die Sachen so solo zu farmen, wie nur möglich. An welches Level ist der 71? Okay. Das ist einfach auch so ein bisschen, ich glaube, für die meisten Zuschauer halt irgendwie so am nachvollziehbarsten oder am reproduzierbarsten. Denn die allermeisten Spieler spielen eben auch solo und nicht in Gruppen. P-Potion low, MP-Potion low. Na. Könnte ich jetzt mal noch schnell umlocken. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich eine Roadmap, das ist gerade das Problem. Ich meine, hätte ich doch vielleicht Druide nehmen sollen, oder soll ich jetzt Geld farmen, um dann Druide zu werden? Problem ist es halt, ich weiß nicht, wie teuer das ist. Könnte gleich im Wiki nachschauen, also im Discord, aber nicht sicher. Wann das Oster-Event? Easter-Kalender. Ja, welcher Tag ist denn heute? Ah! Wait, was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Warte, das ist nicht da rausgekommen, oder? Nee. Warte mal, haben wir das Ding gerade gedroppt? Wait, woher kam gerade das Ding? Ein Mercenary Shield. Wow. Ein Legendary Mercenary Shield. Oder Mercenary Shield. Ernsthaft jetzt? Alter. Come on. Also ja, es hätte uns natürlich jetzt schon geholfen, definitiv. Aber das Mystical, wir haben den Erscheinung, haben wir genau. Uff. Einfach Legendary, what the fuck? Ich meine, Effekte sind natürlich jetzt noch nicht so krass, wie es sein könnte, also wie es später sein könnte. Aber, naja, trotzdem natürlich nett. Na komm, lass mich rauf. Ich glaube, wir werden es einfach trotzdem wieder probieren hier im Dungeon dann. Ich meine, wir haben jetzt auf alle Fälle ein paar mehr Buffs, beziehungsweise mehr Bonis und so weiter. Hier 15 Stats haben natürlich mehr und so. Ja, also wir müssten es doch eigentlich irgendwie überleben, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir es unmöglich überleben.
Also das müssen wir noch schaffen, vor allem mit dem Equipment und so weiter. Hier haben wir noch einen anderen Ring. Mystical. Ja. Schaut's aus mit den Decks aktuell. Crit-Rate, bin ich blind? Ach, da 30%. Also eigentlich müsste es schon laufen, denke ich mir zumindest so. Ich glaube, Shining Shield, also ich weiß eh nicht, wo man die bekommt. Aber. Also ja, wahrscheinlich bei Clockworks. The Guardian Wand. Oh, da kommt gerade noch raus. Really gut. Naja, einfach nur mal zum Austesten. Gehen wir nochmal kurz dahin. Anarchie Manager, was ist das? Achso, das Ding. Natürlich gibt es aktuell gerade auch keine Anarchie-Buffs, die laufen. Ist auch schlecht. So, Crafting. Und zwar will ich Recycling machen hier. Dust. Kann ich es ja einfach irgendwie. Kann ich es irgendwie einfacher machen? At all. Nee, das ist zu viel. Warte, stopp. Das ist zu viel. Kann ich irgendwie erstmal weglagern? Ja, die anderen können wir schon scrappen, scheiß drauf. So, was ist das alles drin? Okay. Craft. Sparkling Dust. Okay. Warte, warum ist das Ding jetzt eigentlich drin? Dieses Schild. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache übrigens. War das dumm, was ich gerade gemacht habe? Kein Plan. Ich glaube, es war dumm. Oh, ich glaube, es war dumm. Ja, okay, aber es gibt halt auch so viel Stuff, das ist halt unfassbar. Hier können wir noch was machen. Was haben wir hier? Was? Warum? Warum der Albert? Hä? Der Albert sollte nicht drin sein. Ach nee, der Alben. Ja. Never mind. Sah aber gerade wirklich so aus. Wo waren wir denn gerade hier? At all. Brauche ich alles nicht mehr, oder? Nee, brauche ich nicht wirklich. Weg damit. Oh, Level 3. Na gut. Okay. Ja, probieren wir es einfach. Ich habe jetzt auch nichts zum Fooden dabei, was mich jetzt echt triggert. Was haben wir letztens noch aktiviert? Haben wir noch ein Ding? Haben wir noch irgendein Power-Up aktiviert? Ich glaube schon, oder? Das Ding haben wir noch aktiviert, oder? Für 10 Millionen. Uff. Sonst, glaube ich, haben wir nichts mehr, oder? Großen Tränke wären jetzt sinnvoller gewesen und so, aber kann man nicht kaufen. Okay, dann hauen wir die mal kurz weg. Karten noch bekommen. Ach ja, ich schaue mal noch ganz kurz wegen Power-Ups oder so. Natürlich zu teuer wahrscheinlich, okay. Flasks, aber die ist nur. Ist alles Druide. Ah, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Also ich finde, man sollte halt wenigstens für seinen, also für den Eigen, oder für den Selbstverbrauch, oder für den Eigenverbrauch
Oder eigenen Gebrauch, sollte man halt zumindest Dinge craften können. Ah ja, hier brauchen wir Dust und Sparkling Dust, okay. Wie kann ich das Ding craften? Das kann man kaufen. Warte mal ganz kurz. Okay, Goldbars kann man kaufen. Wow, das ist noch sauteuer. Kalzit. Okay. Ja gut, ihr könnt mir halt scrappen, aber geht glaube ich irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Boah, okay. Also das ist alles. Das ist alles ein Riesending irgendwie. War letztens auch da? Bin ich richtig? Ach nee, ich habe letztens was anderes gemacht. Nee, aber ich glaube, ich sollte da anfangen. 7, wow, 7,5. Ja, ist mal, ja, wow. Ich bin da blöd, ja klar. Logisch, wir sollten vielleicht erstmal da anfangen. Genau, wir könnten auch. Fuck, ich habe gerade die ganzen Mana-Tränke verkauft, oder? Ich habe doch den Gedanken gehabt, vielleicht AOE zu spielen. Hier kann man natürlich auch noch ein bisschen Geld und Co. Okay, gut, wir kriegen schnell welche. Ah ja, und dann kriegen wir natürlich hier. Aha, ja, klar. Okay. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Was haben wir hier für eine Objectives? Gar keine scheinbar. Haben wir hier welche? Hier haben wir Objectives, okay. Also ich muss sagen, ich hätte irgendwie gern so einen einfachen Weg, die Dinge zu scrappen. Am besten halt unterwegs oder so, dass man halt einfach irgendeinen Button drückt oder hier, wie hier irgendwie, was, weiß ich nicht. Mit irgendeinem Crafting-Fenster, gibt es vielleicht sowas? Farm-Counter, oh ja. Ich glaube, mein Pad ist kaputt. Ne, gibt's nicht, schade. Aber irgendwie ganz cool, dass man halt nicht erst sein Inventar hier zumüllt. Es kommt immer gut, wenn irgendwelche Bugs im Video auftauchen. Hä? Das Pad ist irgendwie ein bisschen komisch. Nee, auf jeden Fall wäre es cool, wenn man es direkt on the fly machen könnte hier, wenn man gerade unterwegs ist. Und dass man halt so einfach ein bisschen simpler und ja, schneller einfach sein Zeug loskriegt. Man sieht hier, man traut wirklich Unmengen an Stuff. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht alles killen. Hier könnte ihre Werbung stehen oder so. Hier haben wir doch Beats. What the fuck? Bin ich blind oder was? STR, rein damit. Damage. Ja, immer her damit. Ah, es gibt eine Map. Warte, warum ist hier ein. Achso, es ist nur das Loch. Ah ja, wir sind perfekt in Sachen gedodged. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo der Boss ist und wo die Mitbosse sind, aber das kriegen wir bestimmt gleich raus. Ich glaube, da ist dann wahrscheinlich der Boss, wo wir gerade waren, weil da war ja nichts. Genau, hier ist ein Mitboss. Okay. Perfekten wieder runter. Ach, und hier, was, lol? Hier einfach so? Da kriegt man die Dinger? Okay, das ist cool. Halt schon allein durch den Midboss irgendwie. Und dann klar, natürlich, wenn ich das Ding jetzt dann scrap, dann ist das schon ziemlich cool. Gefällt mir. Ich meine, natürlich, so ein AOE-Set wäre natürlich vielleicht schon auch eine gute Wahl gewesen, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Wie viel Teil braucht man da? 10 braucht man. Uff.
Beziehungsweise 9 für die guten Effekte, für die wichtigen Effekte. Soweit, so gut. Genau, die ganzen Mystical-Sachen droppen wir auf alle Fälle hier. Amplis droppen wir auch hier. Ja, so ein Pad brauchen wir halt unbedingt noch. Das wird wichtig. Genau, Evilis. Ja, Evilis wäre natürlich ja schon... Ja, Evilis für Premium. Evilis müssten wir halt eigentlich schaffen irgendwann. Ja. Ja, nee, der aktuelle Knuckle ist auch wirklich auch nicht gut irgendwie. Was bringt der? Ja, okay, 7% PvE damit ist natürlich eine Menge einerseits. Aber andererseits, ich meine, so ein Ulti-Knuckle ist halt einfach geiler. Und noch mit den ganzen Effekten und so. Und natürlich auch das Schild und so. Ja, das wäre schon, das wäre geiler. Andererseits kriegen wir den Effekt wieder nicht zusammen. Bin gespannt, was jetzt droppt. Okay. Das sieht ja nice aus. Na komm. Ganz kurz die ganzen Sachen hier collecten. So, perfekt. Was noch alles gedroppt? Wir haben einen Helm getroppt. Oder Mystical Mighty und... Oh nee, oder? Warte, sag bloß, man hat verschiedene Sachen hier. Oh nee, warte mal, hä? Ach so, das ist für 101 und das andere ist für... Aber warum ist der Mystical Mighty Ring hier ein Dex Ring? Ach so, Stärke oder Dex, okay, jetzt sehe ich's. Was nehmen wir denn? Das brauchen wir eigentlich nicht, das andere Set, oder? Nee, eigentlich nicht. Ein Rare haben wir das Ding getroppt. Okay. Okay, jetzt geht's aber los, oder? Jetzt geht's richtig los. Ich hoffe, ich scrap jetzt nicht irgendwas, was ich nicht wollte. Flaming Bow. Alter, Flaming Bow. Das Ding ist halt, der Flaming Bow ist eigentlich so OP. Also streng genommen ist der Flaming Bow OP. Ich meine, 20% Crit-Schaden auf einer Level 40er Waffe. Keine andere Klasse hat überhaupt nur, auch nur ansatzweise irgendwie sowas in der Art. Ah, nein, nein, das wollte ich nicht. Stopp, stopp, stopp. Okay. Achso, Schmuck. Schmuck würde ich ja wahrscheinlich hoffentlich recyceln dürfen, oder? Ja, das geht. Und das hier kann ich nicht machen, weil ich Level 5 brauche. Aber wo sehe ich denn aktuell mein aktuelles Level eigentlich? Ach, Unlock Price, jetzt geht sogar 1 Milliarde. Steht hier das nirgendwo? Trade? Nee. Blacksmith? Also wahrscheinlich bin ich wieder... Ah, hier unten steht Level 2, ganz klein. Das heißt, wir haben schon ein Level abgemacht. Okay. Nee, Kolosseum will ich natürlich jetzt nicht. Hier ist das Ding. Na gut. Muss was sagen. Läuft doch eigentlich schon mal relativ gut soweit. Läuft jetzt nicht ideal, aber es läuft. Ja, mal schauen, ob ich auch mal so ein Schild hier für mich trapp. Für meine Klasse. Mhm.
Wir können natürlich dann auch unser Equipment selbst craften, wenn wir halt Glück haben. Oder habe ich gerade gedacht, Transuit. Mystical. Was ist das denn jetzt wieder? Oh nein, es gibt noch ein Set. What? Und noch ein Stick. Kacke. Okay, also wir werden hier noch eine lange Weile mit beschäftigt sein. Warte, was wollte ich jetzt hier eigentlich haben? Mystical Vita. Das Golden ist das, oder? Das ist Orangen, ja, okay. Huiuiuiui, okay. Das wird nochmal eine lustige Sache, glaube ich. Macht es denn sogar mit AOE zu farmen? Wir können jetzt auch umstatten und so, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. Okay. Hier scharf links, okay. Mystical Mighty. Mystical, warte mal, die Farben variieren. Die Farben. Mystical Mighty ist hier und, ach so, weil es ankommen ist, wow. Okay. Die Verwirrung ist definitiv verwirrt. Sollten wir es auch sammeln? Ich weiß es nicht. Natürlich das Inset wäre natürlich lustig, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Sollten wir da AOE leveln? MP-Leech, das Ding war auch. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Gut, Geldtropfen sind ein bisschen überschaubar. Aber ich finde, es geht eigentlich trotzdem. Ich meine, dafür, dass es alle Akkus sind und so, geht das schon ganz gut. Ja, ich hoffe, dass ich meinen Level hier, also meinen Schmiedelevel schnell hochbringe. Denn das ist, glaube ich, schon recht wichtig, dass man hier halt dann das ganze Zeug scrappen kann. Mystical Mighty ist wieder 101. Nice. So macht das Spaß. Genau, wieder schnell alles scrappen. Genau. Ja, okay. Ich bin immer noch Level. Ach, da unten ist die XP-Leiste, oder? Ne, ja, mehr oder weniger XP-Leiste. 285. Haben wir schon ein Level gemacht, aber zu Level 2? Ich kann es nicht genau sagen. Nicht sicher. Okay, in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.